Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge 234, glaube, von, oder vielleicht sind es auch 35, 235 könnte es auch sein, von Avorion. Und zwar hatten wir letztes Mal, ich glaube eben, war so ein Geräusch zu hören, da ist das Schiff weggesprungen, das heißt, der wird irgendwo anders wieder am Abräumen sein. Wir sind aber hier unterwegs und gucken uns mal nochmal das Ausrüstungsdock an, ob wir da noch was kriegen, ne? 3,5 Minuten haben wir noch, das heißt, wir fliegen mal besser erstmal hin, weil wenn wir was kriegen, dann sollten wir das gleich mitnehmen, ne? Gut. Wir sind natürlich überall so ein paar Asteroiden. Wir hoffen, dass wir nirgendwo gegenknallen, aber ich glaube, in dieser Flugbahn ist jetzt keiner gerade. Okay, dann da hinten mal hin. Ziemlich neblig, ja, da kommt das Schiff oder was es auch immer ist, wie man es nennen will, die Einheit. Okay, dann Dockingport aufsuchen und schauen, was da gibt. Und da es nur 3,5 Minuten ist, ist es cool, dass wir danach gleich wieder neue Sachen sehen. Dann können wir doppelt zulegen, aber wir. Ja, Intro ist da, jetzt habt ihr Vollbild, dann habe ich das wieder fast verpennt. Weiß nicht, ob ihr den letzten Satz noch gekriegt habt. So, zack. Ausrüstung und dann schauen wir mal rein. Ja, erstmal Waffen. Doppellaser-Geschützturm, Orgonit, 7% Schaden, Batterien aufladen. DPS, das wäre jetzt nicht so der Bringer. Aber das hier schon mit Schaden 3.395, ne? Zack, kaufen. Den gibt's noch zweimal? Nee. Ach, jetzt ist wieder nicht angedockt, ey. Das kann ja nicht sein, oder? Gleich ist es weg, wetten. Wo war der jetzt? Der. Ey, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So, jetzt aber. So schnell, dass ich das Ding kriege. Dieses Schaden ist ja wohl hopp. Top, nicht hopp. Auch gut. Auch gut. Aber nicht so gut. Unbewaffnet. Ausgräber aufbrauchen, brauchen wir nicht Ausgräber. Ich glaube, das war's dann hier. Den auch nicht. So, was haben wir hier noch? Bewaffnete Geschütze plus 3. Das hört sich doch schon mal gut an, oder? Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Fünfköpfige Hydra. Zusätzliche Staffeln. Das nehmen wir auch noch mal mit, weil dann können wir bei diesem Schiff vielleicht noch was reinbauen. Nicht das, was ist das? Energie, Raumjägerstaffeln plus 1. Ne, die hatten wir gerade, brauchen wir da nicht. Trinium. Bergbausystem, ne. Erdender, Schildionisierer, ne. Und dann sind wir schon ziemlich schwach hier mit den Klamotten. Was war das jetzt? Gemäldegibte Geschütze plus 1, Geschütze plus Autogeschützturmslutz. Ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber vielleicht war es umsonst. So, Rest war, glaube ich, egal. Jetzt müssen wir nur mal abwarten, dass die 2 Sekunden noch rumlaufen. Dann gibt es was Neues hier. So, jetzt gucken wir nochmal rein und ein bisschen mehr Zeit. Kraftstärke. Nobel Duo Gravitron. 4,44 Mega Newton oder was sind das? Braucht man 5 Ingenieure für. Das ist eine Waffe. Was machten die? Wieso steht hier 166? Und da steht 466. Da ist wohl was falsch gelaufen, ne? Ach so, 30% Rabatt, das ist wahrscheinlich das. Und dann minus 30%, dann. Nee, ist es trotzdem nicht. Aber egal. 6 Slots braucht dieses Ding. Und was macht's kaputt?
Ich nehme es einfach, weil ich will es ausprobieren. Das dürfen wir nicht kaufen. Ach Gott. Das ist noch ein schlimmeres. 16,65 Meganewton, wenn es denn ist. Keine Ahnung, was für eine Bezeichnung das sein muss. Koaxialgeschütz. Das ist unbewaffnet. Komm, das reizt mich jetzt gerade, weil unbewaffnet. Das sind Bergleute. Nee, die nehmen wir jetzt nicht. Super. Nee. Nee. Nicht wirklich. Antimaterie, Schaden 440, das hört sich dann schon ein bisschen besser an. Das kostet mal gerade eben 2 Millionen. Ah, Slots wieder 3. Nimm's trotzdem mal mit. DPS und Schaden, das ist auch noch gut. Obwohl, DPS doch, das ist auch noch gut. Ah, und der ist die Kohle alle, ne? Ja, genau, so sieht's aus. Kohle ist alles gut. Unser Schiff, ich glaube, das andere, der Traveler ist, glaube ich, am Abbau, ne? Das ist vielleicht nicht verkehrt. Hatte ich schon die Dingens geguckt? Weiß ich gar nicht. Gucken wir mal schnell nochmal rein. Wir sind ja noch in der Nähe. Diese Module. Autogeschützturm, Slots 4 und 4. Nee, die will ich jetzt nicht. Autogeschütztürme sind jetzt zwar gut, dass sie selber schießen, aber ich glaube, die sind nicht high-end. Da müsste ich wahrscheinlich, würde Thomas Steele sagen, was selber bauen, dass das funktioniert, ne? Die Stufe Tiefenscanner, Radarverstärker, Fassbetonsysteme. Nee, ich glaube, das war alles. Ja, fliegen wir erstmal ein Stück weg hier vom Schiff, dass wir nichts kaputt machen. Gut, okay. Das heißt, das haben wir. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Zwei Schiffe, dann ist der andere doch bei uns hier, oder? Da oben ist er irgendwo. Schiff, Traveler, Ass, Reiter. Muss ich da reinspringen? Nicht wirklich, ne? Aber ich könnte mal gucken, dass der was Neues abbaut, was Besseres abbaut vielleicht, ne? Dann würde ich mal sagen, machen wir hier abbauen, beenden. Zurückrufen, dann ist er erstmal hier. Und dann machen wir das nochmal und setzen den mal hier so hin. Der soll 4 Stunden machen im sicheren Modus und sofort die Lieferung kann er ruhig auch machen. Dann Gefahr 10%. Der soll kein Naonit machen, der soll kein Trinium machen, Titan auch nicht, sondern nur die anderen drei Sachen. Und dann lassen wir ihn mal in diesem Bereich Neues suchen. Gut, und dann gehen wir aus der Karte raus und gehen in den Baumodus rein und gucken mal, was mit unseren Waffen jetzt so zu machen ist. So, was haben wir denn drin erstmal? Das ist dieser. Feuerstoß Duo Plasma. 450 und 120. Hat 2 Slots. Haben wir da was Besseres? Ich mach mal nach DPS, glaube ich, oder? 3 Slots. Das sind 5 Slots. Aber da, ach, dreifach Auslöser. Das war die... Nee. Kanoniere 2, Slots 5. Schaden, Reichweite 17,76. Der ist ja richtig gut, Mann, ne? Ich glaube, da bauen wir alles andere raus und nutzen den lieber, wenn es geht, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Slots wir wo frei haben dann. Wo ist denn dieser 3000er gleich noch? Das sind 3 Slots. Da ist er. Der braucht 4 Slots und der brauchte 5 Slots, ne? Ja. Bewaffnet. Slots kann hier 7% Schaden plus 42% weniger Energieverbrauch, Batterieaufladung. Der Mörser hier. Ach, der hat auch schon 2345. Respekt. Das sind 1600, 3 Slots. Okay, eigentlich sind wir hier gar nicht so schlecht mit ausgerüstet. Vielleicht müssen wir das in einem anderen Schiff unterbringen. Ich glaube, wir lassen das hier mal weg und gucken zu, dass wir noch
ein weiteres Schiff irgendwo herkriegen. Aber dafür muss erst der Traveler hier Ogonit und Avorian zusammenbauen, damit das klappt. Gut, dann gehen wir erstmal aus dem Baumodus raus. Ich glaube, Pitch. Ja, da müssten wir eigentlich noch so ein Teil da reinbauen, ne, dass der besser dreht. Warte mal, wo wäre das denn jetzt hier? Quartiere. War so ein Gyrophalanx, brauchen wir da, oder? Wo ist denn der? Ist der hier? Nee. Wo ist denn der? Trägheitsdämpfer? Nee. Da ist er. Den müssen wir da noch irgendwie reinbauen dann. Und was ist das für ein Würfel? Den können wir eigentlich kopieren. C, V, dann haben wir die... Oh. Doch, hat er gemacht, gut. Und dann war das jetzt der Gyrophalanx, den wir hier hinmachen wollen. Und wir hatten jetzt ein Rotationsproblem bei Pitch. Oh, der ist aber zu groß. Den haben wir nicht. Okay, dann heißt es, in Avorion gibt es das auch, aber müssten wir kleiner machen, ne? Oh, da hätten wir schon was. Der sammelt ja noch ein bisschen da, oder? Nee. So, das ist erstmal gut. Und dann... Oh, ich sehe gerade, das ist nicht ganz so gut. Wieso hat denn der jetzt nicht die Größe, die der vorhat? Na, ist egal, lass so. Und jetzt müssen wir nur die richtige Drehung gerade machen, ne? Das ist Rollen, das ist also auch verkehrt. Das war verkehrt, das heißt, wie müssen wir denn jetzt drehen, dass das klappt? So. Ja. Und da bauen wir den jetzt hin und fertig. Sieht erstmal gut aus, oder? Erzeugte Energie 76, Energiespeicher 116. Eigentlich sieht das ganz toll aus, oder? Benötigte Energie, da können wir eigentlich mit leben. So, Baumodus raus. Ja, drehen ist was anderes. Aber ist ja auch ein etwas größeres Schiff vielleicht, ne? Okay, lassen wir erstmal so. Jetzt müssen wir nur mal schauen. Ressourcenhandelsposten. Okay, mit denen sind wir schlecht. Okay, da müsste man eigentlich jetzt mal vielleicht schauen, dass man da, aber ein Schrottplatz ist jetzt auch nicht so ideal, ne? Lass uns mal ein bisschen nach hier Norden gehen und gucken, ob wir da irgendwo hinkommen. Zu irgendeinem anderen Fraktion. Und wenn es keine Fraktion ist, dann wenigstens zum, ne? Sag schon, zu einem weiteren Fleck, wo was gehandelt werden kann oder so. Da oben können wir irgendwas einsammeln. Da müssen wir auch noch gucken. Karte. Hier blinkt jetzt gerade nichts, ne? Fliegen wir einfach da weiter, oder? Gerade hier oben geguckt, was er so für uns noch hier anbietet. Okay, da gibt es was zu holen. Ein Bergbauer und... Ja, nehmen wir einfach mal und das nehmen wir auch. Ich glaube, wir können jetzt losfliegen, ne? Das ist erledigt. Nächster Sektor. Aber ich kann jetzt leider nichts sehen, weil das Falsche eingebaut ist wahrscheinlich. Haben wir überhaupt was eingebaut? Es ist alles voll. Schnelllade, Batteriebooster. Okay, ich glaube, den brauchen wir bei unserem Schiff. Aber Hyperraumverstärker, ja, den können wir jetzt machen. Im Festeinbau plus 5. Was haben wir hier?
Den können wir schon mal rausnehmen. Der macht keinen Sinn. Den baue ich jetzt aber ein. Dann können wir weiter springen. Dieses System ist auch nicht eingebaut. Autogeschützkontrollsystem. Okay. Autogeschützwaffen haben wir hier gar nicht dran. Ne? Dann würde ich den ja auch fast ausbauen. Ne? Der ist fest. Der ist auch fest. Ja, den sollten wir vielleicht mal fest installieren. Das ist fest. So, jetzt haben wir zwei Slots frei, die wir besser besetzen müssten, ne? Autogeschützkontrollsystem, ne, das wollen wir nicht. Bewaffnete Geschütze. Dann müssten wir den da reinmachen. Energieverbrauch ist natürlich wahnsinnig. Und was haben wir noch? Achso, wir wollten noch das machen, ne? Jetzt hätten wir dann einen Slot frei. Da müssten wir natürlich die Raumjäger dann da auch haben, ne? Ja, müssen wir schauen. Bauen. Und das ist da. Ein Hangar. Oh, wir haben schon 400 wieder gesammelt. Sehr cool. Und vor allem Orgonit haben wir gesammelt. Ja, das bedeutet, wir machen das jetzt so. Oder unten runter? Ich glaube, unten runter wäre cooler, finde ich. Aber da haben wir noch nicht genug für. Okay, dann warten wir da noch ein bisschen ab, bis wir das eingesammelt haben, ne? Gut, schauen wir nochmal auf der Karte, ob es hier irgendwo was gibt, wo wir hinspringen können. Es gibt natürlich hier Punkte, wo schon mal jemand war, ne? Grüße, Kapitän Olli Lisp. Ja, fliegen wir mal gerade dahin. Schauen wir uns das mal an, oder? Sprungroute berechnet. Und einmal dahin gesprungen. Mal gucken, was da los ist. Ja, so ein Entdeckerkapitän, das ist natürlich auch sinnig, ne? Und das hier? Kümmere dich um deinen eigenen Kram, wir suchen nur nach etwas. Ja, wäre schön zu wissen, ob wir da jetzt stark sind oder nicht stark sind, ne? Eigentlich lassen die uns in Ruhe, ne? Auf der anderen Seite würde es mich interessieren, ob ich so einen platt machen kann. Der ist ja schon recht nah hier, ne? Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Wir haben keine Geschützgruppen, okay. Was haben wir hier? Distanzverteidigungslaser schießt ja sowieso selber, ne? Ja. Die anderen sind alle das. Was suchen die denn? Wie viel sind's denn? 1, 2, 3, 4. Wollte den nur ausweichen, nicht beschießen, ne? Feindlich sind wir doch sowieso, oder? Im Krieg, ja. Plünderer? Wisst ihr was? Wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo abmacht, eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.